Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Schleswig-Holstein mit mir, dem Kellerkind. Ich mach mal. Speichern wir mal kurz den Sound ein bisschen lauter. Oder habe ich. So, wir sehen. Also, er wechselt das Silo beim Vollwerden quasi, nicht beim Vollwerden. Also er wird voll, der Ladewagen wird voll. Er macht seine Drehung, weil er ja zu dem Punkt, nächsten Punkt hinfährt, wo er aufgehört hat. Und sobald er diesen Punkt erreicht hat, wechselt er das Silo. Ich hatte, ja, im Prinzip, bis auf dem ersten Mal hat er das Vorgewende, ist er immer gestockt. Ist er immer, ja, stehen geblieben, als er voll war. Da musste ich ihn dann selber auf den richtigen Pfad führen. Dann war das nächste Problem, er ist dann komplett über Feld 2 gefahren. Und wusste gar nicht, wo er anfangen sollte, teilweise. Das habe ich hier. Ja gut. Ich glaube, ich habe bei dem linken ein weniger. Und ich habe hier das Problem, dass er jetzt gleich, sobald er... Jetzt nicht. Zum Ende kommt. Dann rechts rüber schert, macht er jetzt aber auch nicht mehr. Nur wir sehen, es wird ganz schön eng. Mit der Kurve, die er da machen muss. Ich habe mal den Fendt hier hingestellt, um zwischendurch mal Grasblatt zu fahren. Ich fahre mal auch von der anderen Seite hoch. Ist, glaube ich, besser. Dann haben wir die Seite wieder zum Aufmachen später. So, wir haben hier auch schon 230.000 Liter Gras im Silo, also nicht wenig. Die anderen Sachen habe ich jetzt erstmal pausiert gehabt, um ja erstmal zu schauen, dass das hier einigermaßen läuft. Zurück. Ich weiß gar nicht, warum der hier vorne ein Haufen ist. Also hat er da zu früh abgekippt? So, hier wollten wir den Feldkurs einfahren. Und hier schauen wir nochmal. Ja, er zieht aber hier schön seine Bahn. Es wird auch fertig. Das ist ja Feld 2 und eigentlich unser größtes Feld haben wir jetzt komplett gekalkt und Gülle ausgebracht. Ja gut, Feld 3 ist nicht viel mit passiert, obwohl ja auch da Gülle ausgebracht wurde.
Wir sind da jetzt am Aussehen. Er kriegt sogar. Komisch, dass das Feld so. Hier auch ganz anders aussieht. Müssen wir gucken. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen noch ein bisschen grüner durch extra Dünger, aber normalerweise sollte die Sämaschine ja er bringt gar keinen Dünger auf. Okay. Warum bringst du kein? Haben wir das ausgeschaltet? Muss ich mal schauen. Irgendwo konnte man das doch einstellen, nur düngen. Weil das hier bei den. Ach, das sind wir. Wir müssen hier rein Einstellung. Düngerfunktion der Sämaschine aktiviert. Ne, wir haben es aktiviert. Warum düngt er dann nicht? Weil kein Dünger mehr drauf geht, gehe ich mal von aus. Aber eigentlich würde ich sagen, gut. War das? Nee. Gut, wir haben schon gute Werte. Ja, durchs Ansehen jetzt, aber Feld 4 ist doch auch schon angesät. Richtig? Ja. Und Feld 4 haben wir grünen Bereich. Aber das ist Stickstoff. Vielleicht müssen wir hier noch mehr Gülle ausbringen. Aber ich meine, wir hätten hier ja hier Gülle ausgebracht auf dem Feld. Wir sind ja von 4 angefangen auf 3 und 2 war ja dann das letzte. Können wir weiter versuchen, ist ja kein Ding. Was machst du? Bist du jetzt bei den Reihen? Ja, du fängst jetzt an, genau. Ja, das könnte wahrscheinlich noch ein Problem werden. Gerade jetzt hier, da hat er ja auch nicht sauber gemäht. Er ist ja irgendwie eine komische Kurve gefahren. Aber gut, wenn der das jetzt auch macht, ja, macht er auch. Okay, dann bleibt da immer das liegen. Jetzt fährt er hier hoffentlich zurück. Ja,
Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen das Feld morgen. Ich habe gesehen, es kommt Unkraut übers Land. Feld 8, Feld 1. Überall ist Unkraut drauf. Dann würde ich sagen, stellen wir den erstmal an die Seite. Und dann machen wir Feld 53 dann später. Hier solltest du uns ja nicht im Weg sein. Und er kann da stehen bleiben. So, wir brauchen einen Traktor. Er hier. Du machst dann auch nicht das. Du holst dir den Striegel. Wir holen uns den Striegel und fahren dann die einzelnen Felder an, um das Unkraut zu entfernen. Solange wir noch ein bisschen Tageslicht haben, wird doch schon ganz schön dunkel. Wo haben wir den stehen? Da bei der Tanke? Ja. So, was haben wir gesagt? Wir machen. Ah, Feld 3 wird ganz bescheiden. Feld 1. Da haben wir ja schon ein bisschen gestriegelt. Oh, er kommt sogar so rum. Da als erstes. So, was hat er jetzt? Du bist auf dem Rückweg. Und jetzt hat er Silo B3. Und jetzt? Ach so. Der Striegel kommt ihnen entgegen. Kommt er da hinten rum? Dann fahren wir ein bisschen weiter rein. So. Ja, gut, Feld 1. Ich weiß nicht, wo wir angefangen sind. Da sehe ich nur den Stopppunkt. Ah, lassen, löschen. Da haben wir wieder zwei Kurse gehabt. Feld 1 striegeln. Fahr einstellen. Sollen hier komplett machen, weil ich weiß nicht, wo. Ich meine, wir hatten ja einmal drumrum, aber hier ist was. Da sind wir nicht hingekommen oder da war nichts. Wir lassen jetzt, also es würde ja jetzt nicht bringen, ihn auf zweite Vorgewende einfach zu stellen. Wir lassen ihn einfach fahren, gucken, dass er hier vernünftig um ja, die Kurve kommt, das passt.
So. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Du solltest mal deine Klappe schließen. Du bist doch auch leer. Da wirst du gleich nicht viel aufheben. Das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass er mit offener Klappe losfährt. Er hatte ja eigentlich immer vorher geschlossen. Aber ich will ihn jetzt auch nicht unterbrechen. Wer weiß, wo er dann startet. Ja, immer wieder was Neues, oder? Was meint ihr? Vielleicht, wenn er gleich auf Cursplay geht. Oder vielleicht dann noch mal. Oh, jetzt hat er geschlossen. Noch bevor er da ist. Oh. Bisschen weiter links. Oh. Aber sonst macht er eigentlich seine Arbeit ganz gut hier auf dieser Wiese. Er lässt zwar zwischendurch die Rundung und so weiter, das hat man überall auf jeder Map. Ja, das passt auch. Oh, du bist fertig geworden. Dann will ich sagen, entlassen. Aber normalerweise ist doch. Stickstoff. Und er ist hier wirklich noch. Aber da sind auch Sachen, wo nur. Aber warum ist dieses. Eigentlich so dunkel, genau dieses Feld? Und wir haben ja, wenn man sich Feld 8 ist ja auch angesät, das ist ja richtig grün. Und bei 3 sehen wir noch gar nichts, obwohl da. Aber wir sind ja so rüber gegangen. Und als nächstes müsste jetzt, muss ich ihm hier jetzt sagen, fahr zu Feld 10.
jetzt fährt er von diesem Feld runter. Okay. Aber wir haben noch das andere Feld auch eingezäunt, richtig? Aber vielleicht stand er zu weit außen. Und das Feld ist ja auch fast komplett. Aber er lässt uns ja nicht mehr düngen. So, wie weit ist denn der Striegel? Hat er hier schon ein bisschen was? Ja, sauber gemacht, genau. Und ist jetzt auf dem zweiten Vorgewende. Dann lassen wir mal fahren. Ja, und das mit dem Böschung hier, die kurzen Dinger, da ist er auch lange zu Gange. Aber das, die Wände kriegt er eigentlich ganz gut hin. Ja, mit den zwei Vorgewänden war schon gut. Aber drei, wie gesagt, haben wir ja nicht bekommen. Dazu ist das Feld an einigen Stellen zu schmal. Ja, du füllst dich auf. Okay. Dann können wir den doch, sobald er voll ist, einmal rausnehmen. Oder können wir jetzt schon? Einmal zurücksetzen. Dann können wir den wenigstens reparieren. Also der Sprit sollte ja wenigstens für Feld 10 noch reichen. Ups, falsche Taste. Und dann können wir ihn jetzt wieder losschicken. Feld 10. Du wirst erstmal repariert. Auch ganz merkwürdig aus. Ja, der muss noch einmal hoch. Und dann ist der auch durch. Wir können hier vielleicht noch mal einmal verdichten. Weil ich weiß nicht, ob er jetzt zum 1 fährt. Könnten wir gleich mal gucken und vielleicht sogar umstellen, dass er nochmal hier den dritten anfährt. Dann haben wir wieder auf allen Spuren die gleiche Anzahl an Fahrten.
Na gut, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis er mal auf langen Bahnen fährt. Ich glaube nicht, dass wir Feld 10 schon Güllekurs haben. Nee. Dann fahren wir mal drauf. Drehen hier einmal. Und sollen jetzt hier berechnen. Feld 10 erstmal laden. Die Kurse habe ich jetzt auch mal bis auf den die Wiese da unten alles einsortiert. Kurs generieren. Wir machen auch zwei Vorgewende, scharf. Kurs generieren. Warum hast du mir, habe ich nicht zwei Vorgewende gemacht? Oder lässt er mich hier wieder nicht zwei Vorgewinde fahren? Warum das nicht? Weil das Feld zu schmal ist, oder? Ach so, dann zurück. Ach, Feld 4, zurück. Komme ich denn da jetzt auf Feld 4? So, Feld 10. Kurs generieren. Zwei Vorgewende, bitte. Geht doch. So, Feld 10. Gülle. 14. 8 Meter. Passiert denn da jetzt was? Ja, wird von 0 auf 40 kann man eigentlich Feld zweimal Gülle ausbringen, sag ich mal. Wenn wir den, wenn der fertig ist, nochmal Gülle ausbringen, aber das, der macht er ja schon bei der Wende nicht zweimal. So, du bist durch, dann würde ich sagen, du fährst jetzt erstmal zur Werkstatt. Entlassen. Mein Fehler. Du machst hier wilde Drehungen, aber da, wo du fährst, ist noch. Das passt noch. Hast du denn jetzt hier ein paar längere Bahnen? Ja, bleibt jetzt noch bei den kürzeren.
Na, gucken, ob er es macht. Wenn wir den jetzt entlassen. Wir wollen ja, dass er gleich nochmal auf 3. Und stellen wir hier auf 2. Und lassen ihn jetzt hier ganz einfach weiterfahren. Gucken. Ach, wir haben ihn schon. Aber ich möchte jetzt gern schauen, ob er jetzt gleich umschaltet. Auf B3. Oder das sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir haben schon über 30 Minuten. Bis dann, sage ich mal. Ciao, ciao, bis morgen.